Jo, ja. Kollege Schmidt, Lehrer Schmidt hat mich draufgebracht. Wir hatten es schon mal behandelt früher und ich habe damals aber kein Video drüber gemacht, weil die Formel ist relativ ungewöhnlich und ein bisschen lang, die Formel von Brettschneider. Ist aber nicht schlimm. Wir werden uns mit dieser Formel hier beschäftigen. Und zwar, es geht darum, normalerweise hatten wir gesagt, bei regelmäßigen Vierecken, also Trapeze oder was auch immer, oder Quadrate sogar, kann man sagen, ich kann eine ganz allgemeine, also nur eine einzige Formel nehmen, um den Flächeninhalt auszurechnen. Ich muss mir da nicht A mal B oder so ein Kram merken, sondern ich sage einfach Grundseite und Deckseite, davon den Durchschnitt, das mal H, ist die Sache erledigt. Das klappt sogar bei Quadraten, obwohl das hier ein bisschen übertrieben wäre. Wie das funktioniert, dass man nur mit einer Formel auskommt, schaut auf das I hier oben, geht notfalls mit dem Maus oder mit der Maus oder mit dem Finger drauf, dann seht ihr das I, da könnt ihr, ohne dass das Video hier weiterläuft, das wartet hier, könnt ihr hier euch nochmal weiterbilden dazu. Bei unregelmäßigen Vierecken, also wenn überhaupt nichts stimmt, keine rechten Winkel, kein gar nichts, wenn keine Höhe zu ermitteln ist, das betrifft Landvermesser gerne mal. Beispiel, ein Grundstück an der Straße ist komplett blöd geschnitten. Ich habe hier die entsprechenden Meter und nichts passt. Also es ist grauselig. Keine rechten Winkel, nichts, kein Winkel stimmt mit dem gegenüberliegenden überall. Aber ich kann ja als Landvermesser von der einen Ecke bis zur nächsten Ecke gehen, das messen und von hier bis hier messen, die entsprechenden Diagonalen messen. Es ist kein Drachenviereck, Achtung. Ne? Also hier stimmt gar nichts in dem Ding. Und dann kann ich sagen, naja gut, dann muss ich eben, und das macht man mittlerweile viel schneller mit entsprechenden Rechenwerkzeugen im Computer, dann nimmt man die Brettschneidersche Formel, 1848 glaube ich hat er die erfunden, finde ich super. Und zwar, die berücksichtigt, wenn ich alle Größen kenne, die kann ich ja wirklich ausmessen, die berücksichtigt das. Und jetzt guckt mal hier, die sieht doch aus wie die Formel von Heron, so ähnlich, ne? Ziemlich ähnlich der Heronschen Formel. Und das ist auch tatsächlich so, allerdings um einen Korrekturfaktor. Und der Korrekturfaktor ist dieses ein Viertel mal Klammer auf und tralala und hinten nochmal eine Klammer und so weiter. Die ganz große Formel, die nehme ich jetzt nicht. Die lohnt sich bei der Heronschen Formel mal, wenn man da auch nicht mit unregelmäßigen Dreiecken weiterkommt, aber hier nicht. Na klar, ich kann ganz schnell mal A plus B plus C plus D und dann durch 2 den halben Umfang ausrechnen, den ich hierfür brauche, ne, dieses S, wie bei Heron. Aber das wird schwer. Also die Heronsche Formel, auch nochmal auf das I gucken, ist hier oben verlinkt. Das wird nicht das Problem. Jetzt nehme ich mal das Beispiel aber hiermit. Diese Werte, die habe ich mal abgeschrieben. Ich habe das alles mal ein bisschen vorbereitet. Und zwar sieht das dann so aus. Ich habe mir hier die Werte rausgeschrieben, damit ich dann leichter einsetzen kann. Dann schreibe ich mir die Heronsche Formel ab, die Brettschneidersche Formel ab. Einfach nur abschreiben, um dann die Übersicht zu behalten. Und jetzt lieber eine Zeile mehr schreiben. Wenn ich das dann alles eingesetzt habe, Achtung, E Quadrat schreibe ich als, E ist ja 24 Meter, 24 Meter in Klammern zum Quadrat. Das multipliziere ich erst dann aus, dann erhalte ich auch Quadratmeter und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, wenn ich das anders mache, wenn ich einmal 24 zum Quadrat hinschreibe, dann kann mir passieren, dass ich zum Schluss vergesse, nochmal miteinander zu multiplizieren oder etwas zum Quadrat zu nehmen und so weiter. Das sehen wir dann gleich. Hier alle Werte nur eingesetzt, die runde Klammer, die musste ich in eckigen Klammern nehmen, weil auch der Übersicht halber die 25 Meter in Klammern zum Quadrat mit runden Klammern sind. Und wenn ich das abgeschrieben habe, nehme ich immer noch nicht einen Taschenrechner, das wäre Wahnsinn, man vertippt sich garantiert, kann ich wirklich wetten. Auch nicht hier ein Viertel und die 4, ach, die kann ich ja kürzen. Nein, 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 da ist die Wurzel dran. Und dann schnappe ich mir diese 4, die schreibe ich nochmal hin. Hier schreibe ich die entsprechenden quadrierten Meter auf als Quadratmeter. Hier auch, hier auch, hier auch, hier auch. Das geht schneller, als wenn ich mich verhaue und vor allem sicherer. Und dann sage ich mir, okay, ich rechne mal die eckige Klammer aus, schreibe das hin. Ich rechne mir dann diesen ganzen Kram 4 mal 576 mal 900 aus. Und jetzt gucke ich, habe ich hier tatsächlich Meter hoch 4, Quadratmeter mal Quadratmeter. Vielleicht füge ich nochmal einen Link hier oben an. Das Video wartet ja hier, ist ja kein Problem, wie man mit so einem Kram und solchen Wurzeln und solchen Potenzen umgeht. Ist aber alles nicht gefährlich. Und wenn ich diese Werte habe und die beide Meter hoch 4 heißen, dann kann ich die voneinander abziehen. Es bleiben Meter hoch 4. Und ich kriege dann diese 1.966.16 Meter hoch 4 raus, freue mich
ziehe daraus die Wurzel und wenn ich das habe, dann nehme ich die ganze Sache mal ein Viertel, also ich teile durch 4. Und dann kriege ich raus diese 350,537 ja, Quadratmeter. Ne? Quadratmeter, Meter auf 4, daraus die Wurzel ist Quadratmeter. Schön, bis dahin wäre es schön. Jetzt gucken wir uns das mal an, ob das stimmt. Ich mache einfach mal, ich habe mir nochmal hier diesen komischen Grundstücksschnitt nochmal hierher kopiert und sage mir, ich tue mal so, als wenn das ein Rechteck wäre. Und ich nehme eiskalt mal den Durchschnitt zwischen diesen beiden, ne, 20 Meter und 25 Meter, Durchschnitt von, so heißt das. Das sind rund 23 Meter. Hier runde ich ruhig mal auf. Und von den 16 und 21 Meter als Grundseite runde ich ein bisschen ab, multipliziere den Kram und komme auf 414 Quadratmeter. In diesem Bereich ist es ja auch. Die 350,537 Quadratmeter sind das auch. So, jetzt zum Schluss nochmal links, wie gesagt, zum nochmal gucken. Vielleicht nochmal zur Heronschen Formel für unregelmäßige Dreiecke, aber ich hoffe, das hat jetzt genügt. Ist ja auch lang genug gewesen. Ist viel Schreibarbeit, lohnt sich aber lieber mehr zu schreiben, als sich zu verhauen. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.